Hey, na liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Der Shadow Lord steht endlich an. Es ist soweit. Der Shadow Lord. Oh Gott. Okay, aber bevor das losgeht, geben wir doch erstmal drei von diesen Windkristallen, die wir am Ende der letzten Mission bekommen haben für das Erfüllen des Objectives, geben wir diese drei Kristalle doch erstmal einem Warlock unserer Wahl und dann sollten wir die Mission dafür auch angeboten bekommen. The Shadow Awaits. Das ist es. Genau. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt... Ach, da oben ist es. Starcrest Summons. Das hatten wir schon einmal. Das haben wir jetzt wiederbekommen. Das heißt, wir sollen uns jetzt an den Heavens Tower wenden. Und ja, das machen wir auch sofort. Das heißt, Windest Waltz, 1.1 und ab in den Heavens Tower. Ah... So, für den Shadow Lord kann ich ja schon mal ein bisschen was erklären. Der Shadow Lord ist ein Bosskampf mit mehreren Phasen tatsächlich, der an einem Punkt dann aber plötzlich immun wird gegen den Schaden, von dessen Typen er am meisten genommen hat. Das heißt, wenn man ihm am meisten physischen Schaden zugefügt hat, wird er plötzlich immun gegen physischen Schaden. Das heißt, wir brauchen magischen Schaden an der Stelle. Aber wir haben ja schon eine Adelheid. Die haben wir bis jetzt noch nirgendwo wirklich benutzt, außer vielleicht beim Level mal ausprobiert. Aber ja, da kommt sie da mal ins Spiel. Das heißt, die muss dann im Prinzip die letzten paar Prozent dessen HP alleine wuppen. Schauen wir mal, wie das dann laufen wird, ne? Aber das sollte schaffbar sein. Insgesamt ist der Shadow Lord aber auch halt nicht sonderlich schwierig, sondern schwieriger wird wieder sein, dorthin zu kommen. Weil der Shadow Lord, der ist halt nicht einfach nur, der steht nicht irgendwo rum, sondern der hat sich natürlich ganz tief in seinem Schloss verkrochen. Und ich hatte das ja schon mal angedeutet, das Schloss vom Shadow Lord ist in Xagabad. Und ja, ironischerweise gar nicht so weit weg von der Stelle, wo Cornelia erstochen wurde. Zufall? Sehen wir dann. So. Flieh. Let's go. Dauert alles so lange hier. So, außerdem natürlich noch das Objective annehmen, ne? Falls ihr Dailies noch anzunehmen habt, nehmt sie ruhig an. So, Moment. Und dann Mission Winders. 5-2. Wunderbar. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das alles in einem Part schaffen, weil das Castle Sval, was wir durchqueren müssen, ist nicht ohne, wirklich. Aber andererseits lenkt uns jetzt nichts anderes mehr ab. Wir machen jetzt nur das, wir konzentrieren uns voll darauf. So, genau, es wird militärische Aktion gegen den Shadow Lord in Erwägung gezogen und das sind wir. Da kommen wir ins Spiel. Schön. Genau, dein Auftrag ist es einfach, die Wiederauferstehung des Shadow Lords zu verhindern. Punkt. Viel Spaß. Cool. Okay. So, das ist angenommen. Genau. Wir können auch nicht mal Nein sagen an der Stelle. Sehr schön. Lass uns den Warp-Ring nochmal rausnehmen hier. Ich habe keinen Bock, schon wieder runterzulaufen. Und, ich glaube, am nächsten dran sein wird das Buch in Xagabad. Das haben wir schon mal freigeschaltet, als wir schon mal da waren, für das eine Job-Quest, wo wir die drei Punkte anklicken mussten mit den True-Sight-MMs, wo wir dran vorbeigeritten sind und das timen mussten, falls ihr euch dran erinnert. So, also Homepoint einmal anklicken.
ab nach Port Windhurst. Um Point 2. Und dann direkt zum Bug. Da vorne. Genau. Und Xakabad ist halt noch ein Areal aus dem Original Release. Das ist alles. Ups. Nein, das ist alles Hauptspiel gewesen damals. Aber es müsste ganz weit hinten irgendwo sein. Ja, relativ weit hinten. Gut. In Xakabad, vergesst das nicht, können wir aufmounten. Das heißt, wir brauchen uns da jetzt nicht mit irgendwelchen Gegnerhorden beschäftigen. Genau, einmal nach Nordwesten. Diesmal nicht da hoch, sondern wir bleiben einfach unten und werden dann hier runterreiten und dann hier hoch. Okay. Ja, was Gegnerhorden angeht, werden wir in Castle Sval, also im Schloss des Shadow Lords, dann noch mehr als genug. Ja. Entgegengeworfen bekommen. Wir müssen uns da nicht durchkämpfen. Wir werden uns da nicht durchkämpfen. Oh Gott. Nein, bloß nicht. Aber ja, wir haben einen relativ langen Weg dadurch und der ist extrem verworren. Also passt bitte gut auf. Ich werde euch das zeigen, wie das geht. Wo wir da lang müssen und alles. Ja. Genau. So, hier ist jetzt schon interessant, auf welcher Seite man nach hoch läuft. Ne? Am besten einmal links. Weil wir dann direkt noch einen weiter hoch können hier. Ein Gang. Ihr seht es ja. Da wären wir angekommen. Im legendären Schloss. Genau. Eine schöne Aussicht. Okay. Dann wollen wir mal. So, herzlich willkommen in Castle Sval Baileys. Hier ist gleich ein Buch zum Anklicken. Beschwört auf jeden Fall die Trusts. Ein paar kleine Kämpfe sind nicht zu vermeiden. Na los, Semidafina, komm. Und Ayame. Und dann werft den Spectragic an. Ja, ihr seht schon, wir sind Easy Prey, direkt am Eingang. Und wir müssen weit rein. Eine Karte haben wir, die haben wir uns erquestet. Und ja, man kann natürlich nicht einfach direkt geradeaus reinlaufen. Das wäre hier, dann sind wir hier oben auf diesem Kreuz drauf. Da kommen wir nicht weiter. Nein, 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 nein. Das wäre zu einfach. Und da fängt schon die Komplexität dieses Dungeons an in der Navigation. Ich meine, wenn man Bescheid weiß, ist es nicht schwierig. Aber man kann halt falsch laufen und dann ist man vielleicht schon ein bisschen verloren. Ein bisschen lost, literally. Okay, also erstmal folgen wir dem Weg bis zur ersten Kreuzung. Und da biegen wir entweder nach rechts oder nach links ab. Das ist sogar eigentlich egal. Ich halte mich einfach mal rechts.
Ihr seht schon, hier sind die ganzen Demons. So. Und wenn wir dann nämlich hier diesen seitlichen Weg entlang gehen, egal ob es jetzt rechts oder links ist, also Norden oder Süden, die sind halt spiegelverkehrt einfach nur. Da gibt es dann hier eine Treppe, die man runter kann. Und dann sind wir unten und können hier wieder in die Mitte rein und folgen jetzt einfach dem Weg in Richtung Westen weiter. Dass wir quasi nicht oben auf diesem Ding draufstehen. Wir könnten auch nicht einfach runterdroppen. Das ist natürlich auch nicht möglich. Sondern wir sind jetzt unten. Und hier sind dann nämlich die Eingänge. Das ist schon mal im ersten Areal der Trick. Und auf der zweiten Karte seht ihr, das geht so weiter. Na, wenn ihr jetzt im südlichen Gang seid, ist dasselbe in grün, wie gesagt. Wir werden jetzt einfach einmal komplett nach Norden durchlaufen. Wenn ihr südlich seid, lauft komplett nach Süden durch. Und zwar hier an der Ecke ist eine Treppe. Die werden wir hoch, damit wir auf der höheren Ebene sind. Und dann werden wir hier rüber und diese Treppe runter und dann ja, so dadurch. Wie gesagt, einfach nur spiegelverkehrt, wenn ihr auf der anderen Seite seid. So, ich sehe gerade, ich muss hier einmal neu tanzen. Das passt gerade ganz gut. Das sind Goblins hier. Wenn ihr im Süden seid, könnte es Quadras sein. Das ist dann vielleicht nicht so gut. Aber die Goblins, die aggron ja Zeit. Also kann ich das hier ruhig machen, dass ich einfach mal Sneak wegnehme und das neu tanze. So, hier sei dazu gesagt, zwischen diesen Fackeln kann man runterdroppen. Das wollen wir nicht. Auf keinen Fall. Droppt da nicht runter. Macht einen Bogen um diese Löcher. So, und wir gehen dann auf dieser Anhöhe rüber zur westlichen Anhöhe im Süden. Wie gesagt, einfach spiegelverkehrt das Ganze machen, falls ihr da sein solltet. Ah, da sind die Quadrafs. Jeder hat hier einen Quadrant. Ne? Hier sind die Goblins, da sind die Quadrafs, da sind wahrscheinlich die Orks und da die Jagodus oder so. So, hier auch wieder nicht runterdroppen. Wir nehmen einfach im Norden, beziehungsweise im Süden dann, die Treppe runter. Und biegen dann einfach mal nach Osten ab. Und laufen jetzt bis hier vorne hin. Hier, falls ihr übrigens darunter droppen solltet in diese Löcher, dann kommt ihr dann hier wieder rauf. Aber da müsst ihr auch hinwinden. So, dann laufen wir jetzt hier hin, hier drunter durch unter der Brücke. Und kommen damit jetzt quasi in den mittleren Bereich und können hier dann einbiegen, damit wir direkt dorthin gelangen. Und wenn wir hier jetzt nochmal reinbiegen, ist hier eine Treppe, die hochführt. Und dann können wir uns Richtung Westen weiter vorwagen. Jetzt nehme ich einfach hier durch und geradeaus hoch. Ne, also Angreifer werden definitiv verwirrt. Das ist erfüllt, würde ich mal sagen. Und das war auch erst der Anfang. Leider. So, hier ist eine Zone. Das heißt, Trust neu beschwören. Auf jeden Fall. Musik gibt's auch plötzlich. So, Similafina. Und Ayame. Und hier haben wir auch eine Karte. Und ihr seht schon, das wird ein bisschen anstrengender noch, als es zuvor schon war. Ich versuche mal im Süden. Normalerweise laufe ich immer durch den Norden. Na, also hier seht ihr schon die Gänge. Das wäre hier so durch. So, so, so. Und hier sind halt leider Türen. Das heißt, man muss Invisible wegmachen, um sich da zu navigieren. Ja, ich glaube, ich versuche den Süden. Hier sieht es ein bisschen einfacher aus. Da sind eins, zwei, vielleicht drei Türen. Das könnte cooler sein. Versuchen wir das mal. So. Bevor ich jetzt hier Sneak und Invisible reinmache, hier vorne in dem Raum. Da sind ein paar Demons. Ein bisschen Platz. Da ist eine Geomagnetic Found.
Lasst mal versuchen, da hinzukommen. Und das Ding anzuklicken. Sehr schön. Und dann Spectral Jig an. Ihr könnt natürlich auch den Jig anmachen und euch dann dahin begeben und einfach ein bisschen warten. Aber das, da hat ihr jetzt keine Lust drauf. So, wir wollen da unten dahin kommen und dafür müssen wir diesen Gang rein. Hier sind Orks. Will ich das? Ach, komm. So, hinter dem Ork lang. Geradeaus durch. Also ihr könnt hier kämpfen, die sind auf eurem Level. Ihr könnt sogar damit rechnen, dass ihr kämpfen müsst. Hier einmal durch. Ja. Oha. Das ist ja toll. Das ist Aggro. Schnell durch. Bis auf die Treppe. Ist nur einer geworden, okay. Nein, das sind zwei. Drei. Ach, wunderbar. Na, aber schwierig sind sie nicht, seht ihr schon. Die sind easy prey. Also ja, man kann sich durchkämpfen. Man muss sich vielleicht sogar durchkämpfen. Ein Schritt zurück, aber ich glaube, hier sind sogar auch... Ja, da sind Augen. Müsst ihr aufpassen, Arimans. Ich wollte nur diesen hier ein bisschen reinpullen. Habe ich das Evil Eye jetzt auch aggro da oben? Oder nicht? Naja, ich schenke mir was zu trinken in der Zwischenzeit. Kann man mal machen. Okay. Stay hydrated. So, der noch. Okay, komm. Gut. Okay. Direkt wieder Sneak und Invis an. Und haben wir hier jetzt die Quadras oder die Jagodos? Jagodos. Wäre ich mal den Norden lang gegangen. Okay. Hier schau mal. Moment. Wir müssen hier noch durch. Das ist noch die Karte von unten. Geradeaus durch. Okay. Ja. Yes, geradeaus. Durch. Ich mach Sneak nochmal weg. Komme ich da durch? Nicht ganz. Nein. Oder? Habe ich das geschafft gerade? Wow, das habe ich nicht erwartet. Okay. Hier draußen dann wieder den Spectral Jig an. Denkt dran, dass ihr Sneak erst wegmachen müsst, damit ihr es retanzen könnt. Retanzen. Ja. Und hier gehen wir dann diesen einen Weg entlang weiter. Weiter nach oben. Oh. Mit diesem Wetter noch dazu. Ja, perfekt.
So, und wenn ihr dachtet, das war alles, nö. There's more. Hier erwartet uns jetzt noch ein relativ simples Teleportationspuzzle. Und zwar, für den Anfang gehen wir einfach auf diesen Teleporter da in der Mitte. Der geht ständig an und aus und wir werden quasi jedes Mal in einen Eckraum teleportiert und müssen wieder in die Mitte zurücklaufen und auf den nächsten Teleporter drauf und werden dann in die nächste Ecke teleportiert, bis wir am Ende angelangen. So. Ihr könnt euch einfach hier draufstellen. Sneak wegmachen vielleicht. Aber invisible könnt ihr noch bleiben. Und wenn er angeht, werdet ihr einfach automatisch wegteleportiert. Da. Dann geht auch invisible weg. Und ich finde es ganz witzig, jetzt kommen einem die Trust hinterhergelaufen. Also ihr könnt euch umschauen, oder erstmal generell den Spectral Jig erneuern. Ihr könnt euch umschauen und es gibt einen Ausgang immer aus diesen Räumen. Und da kommen auch die Trusts euch entgegengelaufen. Weil wir halt jetzt im Eckraum sind. Also dann da wieder drauf. Macht dann auch Sneak weg. Weil ihr schon mitbekommen habt, sobald wir wegteleportiert werden, ist Invisible weg und wir brauchen neues Invisible. Ist der Ausgang? Da. Erschreckt euch nicht, die Trust kommen gleich. Sneak wegmachen, draufstellen. Und abwarten. So, da schon der nächste Ausgang. Jig an und hin da. Ist noch an. Kriegen wir ihn noch? Nein, gerade ausgegangen. Okay. Dann rest ich hier jetzt mal einen Moment. Oh, geht schon wieder an. Okay. Und damit sind wir jetzt im letzten Abschnitt. Hier seht ihr schon, da ist ein Homepoint. Ihr könnt direkt den Spectral Jig anhauen. Eure Trusts folgen euch hier einfach hoch. Die brauchen ein bisschen länger. Die kommen quasi hier den östlichen Weg hoch. Wir können jetzt hier einfach direkt schon mal zum Homepoint laufen. Ist egal, ob ihr nördlich oder südlich langlauft. Genau, und da ist der Homepoint. Ja, da sind die Trusts auch. Sehr schön. Okay, machen wir Invisible weg. Klicken den Homepoint an, um zu registrieren. Falls ihr auch den Kampf nicht schaffen solltet und sterbt, könnt ihr dann diesen ganzen Part überspringen und euch einfach hierhin porten. Und ja, dann gehen wir mal rein, ne? Das ist noch nicht das Battlefield. Das ist noch das Außenarea vom Battlefield. Und zwar der Throne Room, der Thronsaal. Und da seht ihr auch, ich finde das immer wieder witzig, man sieht manchmal im Himmel da hinten irgendwas leuchten. Ich glaube, das sind Battlefields, die sind einfach irgendwo im Himmel platziert, ganz weit weg, sodass man das nicht sehen soll. Aber irgendwie, ja, da ist was. Okay, ja, aber das ist das Schloss des Shadow Lords. Lauft einfach gerade rüber und da ist dann der Eingang zum Thronsaal und damit starten wir auch den Kampf.
Oder erstmal eine Cutscene. Vorweg eine Cutscene, okay. Ja, das ist das Grab des Shadow Lords. Und Magicide sind hier. Das ist so ein Moment. Ja, ne? So viel zum Verhindern der Wiedergeburt des Shadow Lords. Da ist er. Naja. Genau, jetzt kommt's raus. Sid hat ihn eigentlich besiegt gehabt. Und er sagt jetzt, ich kann nicht sterben. Okay. Der Grund dafür ist, dass er ein Galker ist. Vor 30 Jahren. Als eine Gruppe in dieses verfluchte Land kam, um die Geheimnisse hier zu lüften, sag ich mal. Ja, wurde er betrogen. Sein Freund Ulrich fand das nicht so toll, dass er hier als Geiger scheinbar der beste Schwertkämpfer bei den Mithril-Musketiers war. Und ja, die Cornelia ist dann noch gestorben, als sie ihn beschützte. Ihr habt es jetzt vielleicht zusammengesetzt. Der Shadow Lord ist Raugrim. Der Geiger, der in den Nordlanden war, in der Vision, die wir gesehen haben, als wir die Magicide eingesammelt haben. Okay. So, und Sid wird einfach mal schon mal weggefesselt. Der ist jetzt nicht dabei im Kampf. Sehr schön. Danke dafür. So. Ich hatte es schon mal erwähnt. Okay, erstmal nochmal anklicken, hier den Thronsaal und den Kampf starten. Das ist schon mal sehr schön, dass die Cutscene diesmal vor dem Kampf kommt und nicht im Kampf. Nimmt nämlich sonst Zeit weg. Ist ja auch nicht schön. So, okay, jetzt sind wir drin. Ich habe das vorher schon mal erwähnt. Der wird irgendwann immun gegen physische Angriffe. Das heißt, wir brauchen jemanden, der magischen Schaden machen kann. Und da haben wir halt derzeit nur Adelheid. Das heißt, Adelheid muss das irgendwie wuppen. So. Ohne euch zu bewegen hier, beschwört ihr jetzt eure Trusts. Und zwar würde ich sagen, Adelheid zuletzt, damit sie nicht in den Nahkampf übergeht. Das war, glaube ich, relativ wichtig. Und dann let's go. Thank you.
Naja, sie geht in den Nahkampf über, okay. Aber andererseits, wir haben, glaube ich, auch Zugriff auf den Aspire-Samba, ne? Okay, ich kann gerade nicht gucken, weil ich das Samba-Untermenü nicht öffnen kann. Aber wenn wir den Aspire-Samba haben, dann können wir notfalls gerade halt wenigstens ein paar MP mehr geben. Na, dass sie dann, ja, auf jeden Fall genug hat, um das zu überstehen, wenn sie dann die Einzige ist, die noch was machen kann. Wechsel gleich mal auf den. Das Dreier-Sammer habe ich aber eigentlich auch. Genau, der MP-Sammer ist das. Genau, wenn man MP aussaugt, dann sind das halt diese roten Kugeln. Jetzt seht ihr schon, wir machen hier nicht wirklich Schaden. Überall steht Null. Das muss jetzt Adelheid wuppen. Drehe mich jetzt auch mal um, damit ich nicht ständig paralysiert werde durch die Spikes. Nein, Adelheid ist paralysiert. Nein! Ja, Joran Oran verwendet jetzt seine gesamten MP zum Entparalysieren. Sehr schön. Anemo Helix ist übrigens ein Dot, den die da gerade gezaubert hat. Das heißt, man sieht schon, der dortet jetzt langsam runter. Das war vielleicht unsere Rettung gerade. Oh, Semilafina macht's einfach. Scheinbar konnte sie mit Sidewinder Schaden machen. Okay. Ja, ne? Das war's noch nicht. Nochmal das Ganze. Geht doch gleich weiter. Nochmal MP sammeln wir nochmal an hier. Aber wir können wieder Schaden machen. Und das geht auch wesentlich schneller, ja. Er sieht fancy aus, was er da macht, aber irgendwie passiert auch nicht mehr viel. Okay. Jetzt werden wir einfach nach draußen geportet, aber ich glaube, die nächste Cutscene geht aus. Ja, okay. Ihr kennt das ja, Man zoned quasi, um in die nächste Cutscene rein zu triggern, wie wir das bei Chains of Promathia schon mal hatten, als wir den Deckwoods Tower rein sind.
Naja, er ist halt von Wut überkommen. Und das hat Raugrim quasi so verformt, dass die ganze dunkle Energie des Shadow Lords ihn übermannt hat. Und dann wurde er damit böse. Und jetzt mischt sich hier nochmal, ja, eine Erinnerung, sag ich mal, von Cornelia ein. Die sagt, hör auf, du brauchst das nicht tun. Oder sagt sie überhaupt was? Sie wirkt einfach auf ihn. Okay. Und damit verwandelt er sich zurück in Raugrim. Ist auch mal was. Er ist wieder er selbst immerhin. Ja, er war derjenige, der quasi die Erzählungen der Galkas aufbewahrt hat. Galkas sind da ein bisschen anders. Die pflanzen sich nicht normal fort, bei denen ist das ein Kreislauf der Wiedergeburt sozusagen. Und naja, dadurch, dass er dann halt diese ganzen Erinnerungen damit aufbewahrt hat, die ganzen Erzählungen, wurde er dann halt umso anfälliger für diese ganzen Emotionen. Ja. Irgendwas ist da gerade noch los und wir sollen da schnell raus. Leon ist auch plötzlich da. Irgendwas ist da noch passiert. Da haben wir gerade eine kleine Lücke. Das ist aber Absicht so. Und es ist kein Final Fantasy, wenn sich ein Boss nicht ganz spektakulär mit Lichteffekten auflöst. Von daher, there you go. Genau, und Leon sagt jetzt schon, kommen wir noch nach Kazan. Dann treffen wir uns da nochmal. Ja, wisst ihr Bescheid? Okay, wir zonen nochmal von mir aus. Ah, wir sind wieder am Eingang von Castle Sval. Und damit wären wir an der Stelle mit dem Shadow Lord fertig. Wir werden jetzt den restlichen Part noch nutzen, um diese Mission noch abzuschließen. Das heißt, wir porten uns einmal mit dem Buch zurück nach Windhurst. Und dann berichten wir das wohl der... Ich schätze mal, dass wir in den Heaven's Tower rein müssen. Ich meine, wir können ja mal schauen, was hier unser Missionsgeber sagt. Oh, erstmal eine Cutscene. Zurück in Windhurst, eine Cutscene. Mit Iroha. Genau. Weil wir haben ja jetzt... Aha, wir haben den Shadow Lord besiegt. Also, ja. So, wir sollen aber nach Nork. Ist im Prinzip... das in dieser Cutscene. Das geht in Nork weiter und Leon möchte auch, dass wir nach Nork kommen. Genau, wir sollen jetzt in den Dingens in Heaven's Tower, das machen wir jetzt noch.
Windows Walls, Homepoint 1 und dann laufen wir da hoch. Ja, und an dieser Stelle möchte ich euch schon mal bitten, das Objective für Zillard, unter Mission Zillard, Rise of the Zillard 1, das schon mal anzunehmen. Da steht nämlich schon Complete the New Frontier Mission Starting in Norg. Das heißt, die erste Mission von Rise of the Zillard geht in Norg los und Requirement ist, dass wir Rang 5-2 abgeschlossen haben. Ja, und das ist gleich der Fall, sag ich mal. Und im Heavens Tower gibt es eine Cutscene. Ja, irgendwas stimmt nicht. Ein großer Stern ist gefallen. Aber ist es nicht der richtige? Irgendwas passt nicht. Schnell mal hin zu ihr. So, flieh. Und ja, das war im Prinzip dann halt auch das Hauptspiel damals. Es war an dieser Stelle dann quasi durchgespielt und alles weitere kam dann erst mit Rise of the Zillard hinzu. Soweit ich weiß, wir haben zwar noch weitere Missionen, wir können noch bis auf Rang 10 quasi hoch. Also wir werden dann gleich Rang 6 sein. Na, eben sind wir noch 5. Wenn wir die Mission abgeschlossen haben, werden wir 6 sein. Und ja, es geht dann halt weiter bis Rang 10, aber ich glaube, das kam auch alles erst später hinzu. Und hier war dann erstmal Story, Hut, Ende, wie auch immer. Und Rise of the Zillard wird dann an dieser Stelle die ganze Storyline um den Shadow Lord und ja, die Zillard fortsetzen, die dann ins Spiel kommen. Das sehen wir dann aber, wenn wir dann irgendwann mal wieder nach Norg kommen. Was jetzt noch nicht der Fall sein wird. Aber ja, so viel dann. Okay, es ist ein einfaches Debriefing. Danke für alles. Bye. Rang 6. Ah, geschafft. 20.000 Gil gab das und 8 Erdkristalle dafür, dass wir das da gerade, ja. Wir haben Absorb Agi noch, ich pack das nochmal weg. Und die Kristalle können wir nochmal wegpacken. Das heißt, ich benutze jetzt einmal den Warpring. Dass wir schnell hier aus diesem Tower rauskommen. Bloß schnell weg hier. Genau. Und im nächsten Part werden wir dann sogar auch ja, uns hier in Windust nochmal umsehen. Wir haben nämlich jetzt ganz viele neue Trusts, die wir dieser holen können. Und darum soll es dann gehen. Aber erstmal will ich gerade noch die Kristalle wegpacken. Das heißt, Homepoint 5, der letzte, ist da der nächste zu einem Mugel. Und ist, glaube ich, sogar auch perfekt gelegen, um im nächsten Part dann weitermachen zu können. So.
Wunderbar. Okay. Und ja, so viel dazu. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. In dem Fall lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr darüber informiert, wie wir dann weiterspielen. Oder wenn wir dann weiterspielen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.